Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Review mit den TVC-Figuren, beziehungsweise endlich geht's mal los mit den TVC-Figuren von Hasbro, TVC Vintage Collection, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ich fange mal an mit dem Range Trooper aus der dritten Wave. Also ich mache jetzt, überspringe mal die zweite kommt natürlich auch noch. Aber ich dachte mir, ich habe damals bei der Solo Wave mit dem Range Trooper angefangen und deswegen meistens bei der TVC, wenn der schon rauskommt, dann kommt der auch mit als erster auf den Tisch. Natürlich nach dem TIE Fighter, ganz klar. Es ist dann die amerikanische Packungsvariante. Erkennt man auch daran, dass unten kein dicker Beipackzettel drin ist, wie von der EU vorgeschrieben, sondern diese Wave stammt aus den USA. Allerdings hier in Deutschland gekauft. Es gibt auch Händler, die die deutsche Wave verkaufen, beziehungsweise die europäischen Karten. Es gibt welche, die halt im Vorfeld dann schon mal die amerikanischen verkaufen. Da ich Auspacker bin, macht mir es nicht allzu viel. Und ich lege jetzt auch nicht unbedingt darauf Wert, dass die Karten hundertprozentig in Ordnung sind. Die hat da zum Beispiel einen Knick. Gut, ich habe trotzdem nicht weniger bezahlt als den Normalpreis. Aber dafür auch nicht mehr, weil ich mir die sondieren lasse. Ja, Rückseite hat man eben schon kurz gesehen. Ich muss, glaube ich, so etwas weiter nach hinten halten. Oben sind ein paar Charaktere abgebildet, die in der Wave halt enthalten waren. Unter anderem ja dann auch Aphra und Captain Cashin. Die alte Runzelbirne. Jo. Und jetzt packe ich die natürlich aus. Wo ist mein Cutter? Da ist ein Stand. Habe ich nämlich das letzte Mal auch vergessen beim TIE Fighter Piloten. Und dann schlitze ich da mal dran lang. Das Klingen ist etwas stumpf. Es geht aber trotzdem noch. Notiz an mich. Ich muss die Klinge wechseln. Beziehungsweise mal brechen. Ja. Und so dann ohne Figur. Und so die Figur auf dem Blister. Sieht aber von der Rückseite, was ich schon mal sehen kann, sehr gut aus. Sehr schöne Details dran, auf jeden Fall. Denn ich denke mal, bei dieser Figur kann man sich schon austoben. Ob man jetzt modelliert mit auf klassischer Art mit Clay oder ob man eben am Rechner modelliert oder scannt und nachmodelliert. Das muss ja auch ab und zu nochmal sein. Schön mit dem, ja, diesem dicken Lammfellkarma. Oder Lammleder, Lammfellkarma. Und mit dem Kragen, der Helm. Ja, gucken wir uns jetzt mal die Artikulationspunkte an, bevor ich auf die Details gehe. Den Kopf kann er natürlich jetzt nicht allzu stark drehen. Wegen seinem Kragen. Auch schwenken ist da jetzt nicht so viel. Arm kriegt er. Na doch, der Kragen geht doch ein bisschen mit. Da aber nicht so. Aber es liegt wahrscheinlich eher am Gelenk. Ansonsten schwenken und nach oben bewegen. Hier ist er so ein bisschen eingemuldet. Aber es ist wahrscheinlich dann durch die Rüstung, wirkt aber trotzdem hier im unteren Bereich unterm Arm doch ein bisschen zu einfach ausgearbeitet. Aber dann ist hier die Brustplatte, die sitzt aber dann am Torso fest. Die kann man also nicht extra runternehmen. Das geht nicht. Genauso wie die Rückplatte, die doch sehr stark an den Shorttrooper erinnert. Aber das hat hier schon mal angemerkt. Ich meine, ist ja so ungefähr die gleiche Zeit. Da wurden dann Elemente übernommen. Gut, dann haben wir hier so ein bisschen was vom normalen Snowtrooper, so von der Rüstung her. Okay. Achso, die Arme. Ja, Artikulation natürlich. Dann beugen und drehen im Ellenbogenbereich. Ja, fast ein bisschen zu lose, aber es geht. Dann hat er auch zumindest Drehgelenke in den Händen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man da was sieht, dass man die auch beugen kann, aber da vermute ich mal fast nicht. Doch, es geht. Doch. Sind. Ne, ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Es sind Beugegelenke in den Handgelenken. Schon mal gut, um den Blaster vernünftig zu positionieren. Allerdings stört da auch so ein bisschen dann der Saum von der Jacke. Dann die Beinartikulation. Das Karma stößt die Beine immer wieder so ein bisschen zurück. Es ist aber eine Kugel eingearbeitet. Das heißt, man kann also drehen und beugen. Dann die Knie mit den fetten Stiefeln. Diese Gravitationsstiefel. Ja, das Karma so ein bisschen, es ist halt schon recht hart. So, kommen wir jetzt hier mal so ein bisschen zur Seite. Ja, also lässt sich beugen und halt, wie gesagt, auch drehen. Und auch selbst in diesen fetten Stiefeln. Das ist natürlich hier hinten, glaube ich, ganz interessant vom Detail her. Meine Finger sind nicht so stark im Weg.
Die Zylinder scheinen sich da so ein bisschen, obwohl die Zylinder ein bisschen mitbewegt, diese Druckzylinder, weil ich da hinten eben gerade gegen kam. Aber auch der Fuß ist zum Neigen. Ja, man kann ihn theoretisch auch drehen. Ja, man kann ihn drehen, aber es sieht natürlich ein bisschen blöd aus, weil er ja an der Seite so ein bisschen fixiert ist. Und ja, er kann den im Oberschenkelbereich, ist halt das Drehgelenk drin und in der Mitte des Oberschenkels, Arm weg. Das kam jetzt echt doof. Sieht man vielleicht diese Nahtstelle. Da ist auch nochmal ein Drehgelenk angebracht. Also mitten im Oberschenkelbereich. Also unterhalb der Kugel sitzt da nochmal ein Drehgelenk. Aber naja, was haben die Jungs schon großartig gemacht, als durch die Gegend stapfen? Also großartig im Ballett oder sowas haben die ja nicht getanzt. Was will man auch mit solchen dicken Klamotten da großartig, ne? Da. Wusch. Steht er wenigstens mit seinen fetten Kloben? Nö. Weil die Fußsohlen selber sind gar nicht mal so groß. Riesenfette Stiefel, aber die Besohlung ist eher klein. Ja. Ich wollte gerade sagen, Forstling-Zahl-Symbol ist nicht drunter, aber ist ja zum Glück auch so, dass die keinen Forstling haben. Ja. Gut, dann erstmal zu der Figur. Achso, ein Gelenk habe ich noch vergessen. Und zwar, ne, Hüftbereich, hier kann man auch nochmal, oder im Bauchbereich kann man auch nochmal drehen. Neigen ist da nichts. Ne? Es ist ja auch wegen der Rüstung, glaube ich, eh. Auch im Original nicht wirklich möglich. So, dann zu den Details. Der Seeschlitz ist so kupferfarben hinterlegt. Dann das Weathering finde ich sehr schön getroffen. Den Helm finde ich schön getroffen. Auch so ein bisschen Tank Driver Style und oder Showtrooper Style. Dann die Bemalung der schwarzen Teile kommt soweit ganz gut. Den Kragen finde ich gut modelliert. Das Fell kommt also wirklich gut raus. Könnte vielleicht noch ein bisschen, boah, da könnte so ein bisschen mehr Schmutz dran sein. Aber schön abgezeichnet von der Lammfellkleidung zur Rüstung, dass also jetzt die Brustplatte auch nicht ganz so beschmutzt ist. Ein paar Kratzspuren sind wohl drauf, ein paar Verschmutzungen sind drauf, aber es zeichnet sich trotzdem ab. Er sieht also jetzt nicht so wirklich so komplett gleich gewässert aus. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann die Beine, also die Taschen erstmal, der Gürtel, dann diese beiden Comlinks oder diese Armaturen auf den Armen, kann man ja von vorn auch schon ganz gut sehen. Die Handschuhe finde ich gut gefärbt, ja, doch auch so ein bisschen marmoriert. Ja, und dann eben diese Beinmontur, die fetten Stiefel jetzt erstmal von vorne gesehen, wirklich schöne knackige Details, nicht zu weich gezeichnet, schön ausgeformt, schön ausgearbeitet. Dann von der Seite natürlich jetzt mal der Helm gut zu sehen. Auch hier wieder dann das Weathering auf den Armen und auf dem Karma oder auf der Fortführung des, naja, Karma ist ja nicht direkt, ist die Fortführung des Mantels. Und auch hier ist schön seitlich zu sehen, selbst die Stiefel haben so zwei bedruckte Stellen in Rot und ich würde mal sagen Blau, könnte aber auch schwarz sein. Und die Rückseitendetails, auch hier nochmal schön zu sehen, der Fellkragen, die kleinen Details oben am Helm. Dann das Backpack, also dann die Rückenplatte, die halt so ein bisschen auch, die kommt durch den, kommt das hier auf den Mantel? Doch, wird wahrscheinlich so auf dem Mantel sitzen. Ein bisschen was verdeckt das Beinkleid. Das Beinkleid ist allerdings dann auch von unten nicht glatt, sondern hat da halt auch so eine Fellstruktur. Das gefällt mir auch sehr gut. Und eben die ganzen kleinen Details hinten nochmal in den Stiefeln, dann nochmal so rote Abzeichnungen. Also farblich sehr schick. So, dann kommt mal die Standprobe. Die Packholes sind ja ein wenig weiter vorne angebracht bei der Figur. Ist aber im Kniebereich doch ein wenig schlackerig, dass es an das Knie geht. Obwohl, das hat sich ja nicht bewegt. Vielleicht liegt es einfach daran, wenn es einmal bewegt ist, dann wird es ein bisschen weicher. Also auch oben im Oberschenkelbereich. Okay, so ein bisschen. Na, mal gucken, wie sich verhält ansonsten. Dadurch, dass die Packholes natürlich sehr weit vorn sitzen, steht er natürlich auch sehr weit hinten auf dem Stand. Und sobald die Fläche ein bisschen schräger ist, rauscht er dann doch herunter. Gucken, ob es andersrum besser funktioniert. So, tief genug sind sie. Nee, aber irgendwie von der Schräge her. Das ist natürlich doof, so steht er nämlich dann schief. Da hebt er das Bein so ein bisschen, sieht natürlich verdammt doof aus. Und der andere Pack ist einfach zu weit weg. Ja, es ist schade. Sehr, sehr schade, dass das Pack wohl da vorne hingesetzt wurde. So einigermaßen? Ne, genau das gleiche. Dass er das eine Bein so komisch hochzieht
Oder muss dann wirklich die Beine eng zusammen haben, damit es einigermaßen aussieht. Nee, aber hier vorne steht da, wie gesagt, so steht da gar nicht. Nee, muss ich erstmal anders machen. Schade. Und so schließt er dann zumindest ab, aber hat er dann auch seine Schräglage. Obwohl, ich kann das Bein ja so ein bisschen. Da steht der breitbeinig, ne? So geht's. Okay. Ist gar nicht so einfach. So, dann haben wir seinen Blaster dabei. Der ist hier noch mit einem Streifen Tesa gesichert. Ja, ein weißer Stormtrooper Blaster. Okay, die normale Schulterstütze ist vorne halt eingeklappt und hinten steckt nochmal eine andere drauf. Ist halt eine interessante Vagi des Ganzen. Ja, auf jeden Fall einfach ein bisschen farblich hinterlegt, um am Scope, was ja vorne auf dem Lauf sitzt und auch am Magazin ist nicht dahinter der Kasten. Da ist ein bisschen was, aber ansonsten sehr schlicht und ja, viele Details erkenne ich jetzt so nicht. Andere Seite sieht auch nicht anders aus. Da sah der Blaster, der bei den TIE Fighter Piloten neulich beilag, doch schon etwas besser aus. Recht unspektakulär, recht sauber das Ganze. Dann mal schauen, wie er den Blaster in der Hand halten kann. So. Er hat ein kleines Problem, den Arm darüber zu bekommen, weil eben seine die Tasche da im Weg ist. Ja, vielleicht höher ziehen. Ich versuche jetzt so eine zielende Position hinzubekommen. Aber ich kann den scheinbar wirklich bloß lässig nach unten tragen. Ja, das würde funktionieren. Also wie auf dem Bild zu sehen. So. Eben in dieser Art. Okay, richtig positionieren ist mal so eine Sache, die auf die Schnelle meistens nicht so gut funktioniert. So, wo habe ich denn den? Da. Hatte ich mir schon zurechtgelegt. Man kann sehen, der Trooper aus der Solo Basic Line hatte dann einen schwarzen Blaster dabei. Trotzdem lege ich die beiden Blaster gleich mal nebeneinander. Aber ich will sie eben beide nochmal so nebeneinander vergleichen. Platte ab. Also der aus der Solo Line. Scheint einen großen Helm zu haben, aber nichtsdestotrotz von der Modellierung eigentlich ja, gar nicht mal so viel schlechter. Und ich sehe auch gerade bei der Solo-Line, der hatte nämlich auch unter dem Mantel immer noch, auch beziehungsweise auch noch diese Feldstruktur. Das ist, glaube ich, damals gar nicht so aufgefallen. Der aus der TVC, der sieht etwas schmuddeliger aus, aber jetzt vom Skype-Tier, von der Modellierung her, nehmen sie sich beide, wie gesagt, nicht viel. Seid ihr auch mit dem Comlink. Die Stiefel, genau, die Stiefel ist ja was das Interessante, wirken jetzt auch beim Solo-Trooper nicht klobig. Außer auf der Rückseite, da fehlen so ein paar bemalte Details auf der Rückplatte. Aber von hinten auch die Stiefel sehen auch gut aus, im Gegensatz jetzt zum TVC. Also von der Modellierung her sind die Solos wirklich schon gut und ich glaube, er steht auch besser. Er steht besser, gut. Hat weniger Artikulationspunkte, aber auch mal weniger auszurichten. Dann die beiden Blaster unterscheiden sich doch schon um einiges. Nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen der Größe. Allerdings hat der Solo Trooper, also der Range Trooper aus der Solo Line, hinten auch den Buttstock nicht dran. Wie eben der aus der TVC. Aber der Blaster, der schwarze, zumindest von der Modellierung her, gefällt er mir fast sogar schon besser. Als wenn der hat auf jeden Fall noch ein paar mehr Details im Griff. Nee, hat der andere auch. Das geht nur unter beim Licht. Ist auf jeden Fall ein anderer Blaster, ganz klar. Das gleiche Modell, nur ohne Buttstock. Aber ich meine jetzt ein andere Modellierung. Aber dadurch, dass der weiß ist, kommen halt die Details nicht ganz so toll bei rum. So, dem erstmal wieder den Blaster in die Hand gedrückt, damit er nicht verloren geht. Den haben wir wieder auf die Platte gesetzt. Und gleich mal wieder an die Seite gestellt. So, aufräumen ist wichtig, weil Chaos. Ja, insofern eine interessante Figur, coole Modellierung, ein bisschen von der Artikulation ein wenig schwierig, wegen seiner Kleidung, weil die eben einfach so im Weg ist. Die Taschen sind im Weg und eben die normale Standfestigkeit gut auf geraden Grund, da geht es. Da kann man ihn hinstellen, sobald es ein bisschen schräger wird, gibt es ein Problem. Und wenn er auf dem Stand steht, ja, hat er erst recht ein Problem, weil er dann hinten überkippt. Ja, ich würde ihn jetzt ganz gerne mal da vorne hinstellen. Ohne dass er umfällt. Knarz.
Aber hier kann ich es vergessen. Also festsitzen tun die Packs schon, wie man hört. Knarz. So, das ist der Ausfallschritt. Dann steht er da auch. So, okay. Ja, im Großen und Ganzen interessante Figur. Wie gesagt, von der Artikulation. Boah, okay. Allerdings sind ihm da seine eigenen Kleidungsstücke im Weg, wie ich eben schon sagte. Ich wiederhole mich. Farbgebung top. Bemalung gut. Modellierung der Füße, also der Gravitationsstiefel, hat mir sehr gut gefallen. Und auch, dass diesmal bei der Figur jetzt auch die Rückplatte bemalt ist. Und was mir natürlich sehr gut gefällt, ich muss mir nicht zweimal den gleichen Trooper ins Regal stellen, um halt zwei eben zu haben, sondern ich kann jetzt halt den aus der Basic Line, aus der Solo Basic Line nehmen und den aus der TVC. Man sieht, dass der gleiche Trooper ist, aber eben doch ein bisschen variantenreicher. In dem Sinn bedanke ich mich vielmals fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.